Hochwasseralarm im Pinzgau. Nach heftigen Regenschauern stiegen hier die Pegelstände der Salzach innerhalb kürzester Zeit massiv an. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften kämpft seit spät in der Nacht im Dauereinsatz gegen die Fluten an. Der Warnpegel mit 4,50 Meter ist schon kurz vor Mitternacht überschritten worden. Und somit ist auch die Feuerwehr Mittersil da im Oberpinzgau als erstes in Einsatz gegangen, hat die sämtliche Hochwasserschutzmaßnahmen, die seit dem 2005er Hochwasser vorgesehen sind, in Stellung gebracht, die Abschottungen montiert. Es sind die Tiefgebiete, die Wiesen im oberen Pinzgau alle mit Hochwasser gefüllt. Massive Auswirkungen hat das Hochwasser dann im oberen Pinzgau im Bereich Rosendal in der Gemeinde Neukirchen. Mehrere Häuser stehen hier bis zum Erdgeschoss unter Wasser. Nachdem ihr Heim vollständig von den Wassermassen umschlossen wurde, musste eine Neukirchnerin von der Wasserrettung evakuiert werden. Es war die Feuerwehr da, es war die Rettung da und die Wasserrettung da. Und die Nachbarin konnte leider nicht mehr aus dem Haus, weil das Wasser so schnell gestiegen ist. Und mit dem Rettungsboot haben sie sie geholt und wieder sicher herübergebracht. Das Haus von Matthias Spemann befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Salzach. Trotz akuter Gefährdung konnte durch den Einsatz von Sandsäcken und einer Wasserpumpe Schlimmeres verhindert werden. Wir haben jetzt hier das Ding abgedeckt, ist davon abgepumpt und ansonsten ist alles in Ordnung, bis jetzt. Die Lage im Oberpinzgau ist nach wie vor heikel. Einsätze und Aufräumarbeiten werden noch einige Tage andauern.